Hallo lieber Days Gone Zocker, hier das nächste Hordenkiller-Video von mir. Diesmal kümmern wir uns um die Beastly Lake Horde. Ja, ist auch eine Highway 97 Horde. Mittlerweile jetzt hier die 10. von mir. 9 Videos habe ich hier schon gepostet. Das ist jetzt hier das 10. Video. Hier siehst du die Location. Ja, Wizard Island, ja, letzte Region hier im Spiel. Und dann ganz, ganz oben im Norden auf der Karte, hier in diesem Schneegebiet. Ja, die Location hast du jetzt schon mal. Ich werde jetzt hier, wie in all meinen Videos, eine aus meiner Sicht sehr, sehr einfache Lösungsmöglichkeit zeigen, wie man die Horde hier total easy und entspannt eliminieren kann. Ja, erster Tipp, ganz wichtig natürlich, wie eigentlich bei allen Horden, macht das Ganze hier am Tag. Dann hat die Horde hier einen festen Rückzugsort. Ja, der befindet sich jetzt hier in dem Falle in der Höhle, wie bei ganz, ganz vielen Horden. Ich gehe mal einmal näher ran, ja, dann siehst du hier die Horde. Und hier hat man, was natürlich sehr, sehr praktisch ist, wenn man das Ganze hier im Tarnmodus sehr, sehr easy und entspannt machen will, so wie ich das mache, hier das hohe Gras bzw. die Büsche, wo die Freaker einen dann nicht sehen, wo man ganz entspannt jetzt hier mit der Show starten kann. Ich werde jetzt hier nochmal näher auf die Vorgehensweise eingehen. Ich habe jetzt hier einen Attraktor vor die Höhle geworfen, lockt dann die ganzen Freaker erstmal aus der Höhle heraus. Ja, jetzt kann man natürlich schon dann gleich eine sehr, sehr große Anzahl eliminieren. Habe mich jetzt hier mit meinen Splittergranaten ausgerüstet. Werf das hier in die Hordenmenge. Ja, man sieht, das Ganze knallt natürlich sehr, sehr schön rein. Ja, siehst ja, die Bossanzeige schwindet nach und nach. Ja, die Freaker sind noch jetzt hier sehr, sehr weit weg. Also das Versteck hier, dieser Busch, aus meiner Sicht sehr, sehr gut geeignet, wenn ihr hier ganz, ganz entspannt die Horde eliminieren möchtest. Ja, zwischendurch kann man hier vielleicht mal ein bisschen warten. Die Horde trottet dann hier nach und nach raus. Ist so ein bisschen, ja, will nicht sagen durcheinander, aber wissen nicht so richtig. Hab jetzt hier den zweiten Attraktor dann geworfen, um hier nochmal eine sehr, sehr große Freaker-Anzahl ganz einfach zu versammeln. Ja, die Freaker hier nochmal anzulocken. Ja, du siehst jetzt hier die Bossanzeige, ja, so 80% mittlerweile hier abgeschmolzen. Viele Freaker sind jetzt hier nicht mehr übrig. Ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen mit Napalm gearbeitet, um dann wirklich auch die letzten Freaker noch mal hier zu eliminieren. Ganz, ganz entspannt hier von meiner Location, von meinem Spot aus. Ja, und muss man immer ein bisschen warten, bis dann die Bossanzeige wieder weiter runter geht, bis die Freaker dann hier auch komplett, ja, sich auf den Boden schmeißen bzw. verbrennen. Ja, jetzt ist hier nur noch eine sehr, sehr kleine Anzahl übrig. Habe ich hier nochmal ein paar Molotow-Cocktails in die Menge geschmissen. Das Ganze geht natürlich dann auch mit Rohrbomben oder ähnliches oder weiter mit den Splittergranaten. Ja, wenn sie so ein bisschen zerstreut sind, hat man natürlich etwas schwerer, hier die Freaker zu eliminieren in dem Tarnmodus. Jetzt habe ich hier nochmal einen letzten Attraktor geworfen, um hier wirklich auch die letzten 30, 40 Freaker nochmal ganz einfach zu versammeln. Ja, jetzt rennen sie hier alle schön zum Attraktor. Und dann kommt jetzt hier noch einmal Napalm in die Menge. Ja, und da kippen sie alle um. Muss man dann ein bisschen warten. Ah, das war jetzt hier das Gut, habe ich sogar alle auf einmal erwischt. Beastly Lake Horde, hier nochmal eine Übersicht. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video weiterhelfen. Die beiden wichtigen Sachen hast du jetzt. Einmal die Location und zum anderen aus meiner Sicht einen sehr, sehr einfachen Lösungsweg, wenn du das Ganze hier möglichst entspannt haben willst. Ja, das war's von mir. Für weitere Videos abonniere meinen Kanal, würde ich mich riesig drüber freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis bald und tschüss.